Hey, meine lieben Freunde da draußen vor den Geräten, mein Name ist Echo, willkommen zurück zu einer neuen Folge von Frenbo. Wir sind mal wieder in der normalen Realität und haben unsere Pillen wieder und haben endlich mal Itward getroffen. Und ich könnte mir schon die ganze Zeit denken, dass Itward dieses lustige große Skelett ist und scheinbar ein imaginärer Freund ist von Fren. So, was haben wir noch für Beeren? Leckere Beeren. Ich glaube, die brennen nicht, okay. Die brennenden Beeren haben wir ja bereits. Oh, jetzt bin ich mal gespannt. Ah. Der scheint aber am Leben zu sein. Weil die anderen auf der anderen Seite, die schienen irgendwie tot. Hallo. Seid ihr die glänzenden Insekten, die wegen der Neugier an Bäumen hängen bleiben? Wir bleiben öfters hängen, ja. Woher weißt du das? Du bist keiner von uns. Ich habe schon mal jemanden von euch getroffen. Ich habe ihnen aus der Neugier geholfen. Ah, das ist sehr nett von dir. Neugier führt uns zu unerwarteten Situationen. Ja, ich glaube, Neugier ist etwas Gutes. Aber hängt ihr fest? Überhaupt nicht. Wir versuchen nur, unser Haar zum längsten Haar der Welt zu machen. Wow, das klingt toll. Viel Glück, ich muss jetzt los. Tschüss. Okay. Das scheint dann an dieser Stelle zurecht wenig. Oh, das Wasser können wir uns trotzdem angucken. Oh nein, von jetzt kommen wir nicht. Okay, wir brauchen wir brauchen die langen Haare. Ich wollte hier hin. Du, könnte ich mir mal deine Haare ausleihen? Würdet ihr mir erlauben, diesen Eimer an euer wunderschönes Haar zu hängen? Einen Eimer an unser Haar hängen? Warum? Das klingt verrückt. Das ist gar nicht verrückt. Ich brauche Wasser von da unten, aber ich komme nicht ran. Ich muss euer wunderschönes langes Haar als Seil benutzen. Bitte, helft mir. Okay, wir helfen dir. Mach den Eimer schön fest. Oh, danke. Ihr seid sehr nett. Füllt bitte den ganzen Eimer voll. Ach, ist ja cool. Hallo? Und wo ist der jetzt? Ah. Der Eimer ist jetzt voll Wasser. Ah, dank euch, glänzende Insekten. Ich muss jetzt los. Ich muss nach Hause. Zu Hause ist dort, wo wir alle gern hingehören würden. Aber gehört es irgendwo hin? Was? Tut mir leid, ich habe die Frage nicht ganz verstanden. Das war eine rhetorische Frage. Ich wollte nur sagen, dass du dein eigenes Zuhause bist. Heiß dich selbst willkommen. Du wirst viele Türen finden, die du öffnen kannst. Oh, das klingt mysteriös und wunderschön. Ich versuche das ein anderes Mal. Tschüss. Oh, der Eimer ist voll Wasser. Was? Er wiegt gar nichts. Okay, wir haben jetzt eigentlich alles, was wir brauchen. Boah, das ist gruselig, ey, Alter. Mr. Edward. Ich hab alles. Edward? Hier ist der Eimer. Ich bekam Hilfe von glänzenden Insekten. Du meinst den Lucifers? Den Luciferns? Achso. Du meinst den Luciferns? Die sind nett. Ja, aber nur wenn sie in der Realität dieser Realität siehst. Sie sind gefährlich, wenn du sie in der fünften Realität triffst. Sie können dich verbrennen. Wow, mich verbrennen? Naja, ich war noch nie in der fünften Realität. Ich empfehle es dir nicht. Was dort sinnvoll ist, könnte deine schlimmste Erfahrung werden. Oh, ich habe vergessen, dir für das Wasser zu danken. Danke, Fren. Ich habe die Feuerbeeren, aber sie brennen nicht mehr. Excellent. Die werden genügen. Danke dir vielmals, Liebes. Ah, Fren, es ist 2.34 Uhr. Die Reise beginnt. Gehen wir in die Maschine. Jetzt bin ich mal gespannt.
husch, 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 die Eisenbahn. Ich bin gespannt. Es ist 2.36 Uhr. Wir haben eine große Chance, das Ziel in gutem Zustand zu erreichen. Wir sind bald auf dem Weg in die dritte Realität. Bist du aufgeregt, Fran? Vielleicht wäre ich aufgeregt, wenn ich mehr über die Realitäten wüsste. Das wirst du bald verstehen. Die Antworten sind nicht leicht zu zähmen. Hä? Das klingt irgendwie komisch. Zeit geht vorbei, wie sie muss, damit du am Leben bleibst. Wenn alles jetzt passieren würde, würdest du wohl explodieren. Willst du mir sagen, dass die Antworten die Suche zu mir kommen, wenn sie es wollen? Nicht ganz, weißt du was? Ich sollte besser sagen, durch die Zeit musst du entdecken und erfahren, um zu verstehen. Das heißt, die Antworten kommen, wenn du sie findest. Nicht, wenn andere dir sagen, wie oder wie sie zu finden sind. Ah, verstehe. Tja, jetzt bin ich aufgeregt. Du hast meine Neugier geweckt. Das ist das Beste, was du tun kannst. Sei neugierig und du wirst immer wieder überrascht. Aber nun, Fran, wir müssen Dinge erledigen. Reden bringt dich nicht nach Hause. Welche Dinge? Die Maschine muss ein wenig gewartet werden. Und ich glaube, du würdest das toll machen. Hier sind die Feuerbeeren und das Wasser, das du gesammelt hast. Warum habe ich dir das denn erst gegeben, wenn ich selber... Ach, egal. Du musst die Wasserpumpe wieder ins Laufen... Was? Ich immer ins Laufen bringen, wie auch immer. Ins Laufen kriegen und den Treibstoff mischen. Du findest alle Informationen, die du brauchst, wenn du in den Raum links gehst. Aber du darfst auch in jeden anderen Raum gehen. Ich werde damit beschäftigt sein, den Autopiloten einzuschalten. Aber wenn du eine Frage hast, bin ich da. Aber ich habe so etwas noch nie getan. Das macht es noch aufregender. Viel Spaß, Liebes. Okay, ich gehe jetzt. Oh, so viele Sachen hier. Bei dieser Musik denke ich an Gabeln. Wieso an Gabeln? Vielleicht macht man sie mit Gabeln. Man weiß ja nie. Verstehe ich nicht. Aha, das behalte ich. Klebern kann man immer gebrauchen. Okay, hier ist noch ein Hammer. Ein Hammer? Wahrscheinlich zum Hämmern. It's Hammer Time! Ein hölzerner Fuß. Erinnert mich an mich, als ich ein Baum war. Ich glaube, das ist ein Modell zum Schuhe machen. Alter, was? Das ist doch das Buch von die Terster. Alter, was? Hä? Füße. Ein Fuß mit einem Schuh. Einer ohne. Das ist schon wieder die Terster-Sprache. Ich frage mich, was da steht. Ist das Fußfleisch an der Schuhsohle? Genau so sieht das nämlich aus. Ist ja schon irgendwo so ein bisschen krank, ne? Ich frage mich, was diese Maschine macht. Das macht bestimmt viel. Oder gar nichts. Ein Kompass? Ah, ich weiß, was das ist. Ein Kompass. Aber der hier ist durcheinander. Er zeigt Norden und Süden gleichzeitig an. Okay, ich will den jetzt mal noch nicht fragen. Mein Telefon. Hallo? Hier ist Fran. Ha? Ich kriege keine Antwort. Vielleicht sollte ich den Knopf... Achso, okay. Juhu. Ach, hier, gucke mal. Also hat uns diese... Und weg ist er. Hat uns diese Apparatur geholfen? Okay. Trinkt man daraus Wasser? Die sind zu klein. Vielleicht für kleine Mengen Wasser. Vielleicht für sehr dünne Leute. Ist noch ein Bleistift? Ich habe schon einen Stift. Den hier brauche ich nicht, okay. Eine Vase ohne Blumen. Naja, ich lasse sie mal da. Oh. Hier ist ein Leck. Ach, das sehe ich jetzt schon. Kommt einfach mal das Panzertape drumherum. Zack. Super, alles repariert. Es hört mich im Arm, weil ich so klug bin. So, hier werden wahrscheinlich die Beeren reinkommen.
Und das Wasser? Das kann ich nicht tun. Nee, da kommt das Wasser da rein. Die Pumpe ist jetzt voll mit Wasser. Warte mal. Hm, das klappt nicht, okay. Hm. Wenn das rote Licht leuchtet, funktioniert das wohl nicht. Tja, gute Frage. Muss ich hier irgendwie was anzünden noch? Das ist gefixt. Ja, ich habe noch keine Ahnung. Schauen wir erstmal weiter. Realitätsansicht. Ultra-Realitätsansicht. Okay, ach du Scheiße. Chemische Mischung. AFM. Boah, was? A8. Oh, nö. Was? Mikronährstoffe in Feuerbeeren werden die Maschine verbessern und einen langen, lebrigen Motor erschaffen. Feuerbeeren. Afuga Mercenis. Okay. Also sollten jetzt... Hm! Was zur Hölle? Also sollten doch die Bären jetzt eigentlich anfangen zu brennen. Die Feuerbeeren brennen nicht mehr. Was ist das hier? Sekunden und Minuten und Stunden und Tage. Tick, tack, tick, tack. Ich habe vergessen, dich zu verstehen. Ich habe vergessen, mich selbst zu lieben. Okay. Hier ist ein Auge. Oh, ein Schlauch. Er hat eine Art Verbindungsstück. Wo ist das fehlende Teil? Ich habe bereits einen Stift, aber das auch mit dem Auge können wir nichts machen. Oh Gott! Oh nö! Ach du Scheiße. Das kann ja lustig werden. Was ist denn das hier? I. Was für eine Unordnung! Edward kennt das Wort Hygiene wohl nicht. Aber er weiß auch viel über mechanische Dinge. Vielleicht behält er die Teile, um neue Sachen herzustellen. Wow, das ist ein großer Kreisel. Ich glaube, das hier ist der Motor. Diese Lichter zeigen bestimmt an, dass etwas funktioniert. Okay. Hier ist noch ein Hebel, da passiert aber nichts. Okay, es ist eine Anleitung. Oh, das sieht nach einer Wasserpumpe aus. Okay, hier muss Feuer angemacht werden, alles klar. Ich verstehe die Sprache nicht, aber immerhin gibt es Zeichnungen. Ich muss die Pumpe mit Wasser so füllen. Okay, gehen wir erstmal noch in den anderen Raum. Aber wie sieht denn hier die Surrealität aus? Alter! Alter, da kriege ich immer eine Gänsehaut, bei dem ich lache. Ist ja schon gruselig. Oh, hier Erbe, da. Alter, wie viel es hier anzuklicken gibt, Mann. Und hier geht's auch weiter. Oh, so viele Seiten zum Lesen. Ich hoffe, es gibt auch Bilder. Aber Buchstaben sind okay. Sie geben einem Dinge zum Vorstellen. Hier ist noch eine Leiter. Ich frage mich, was diese Maschine zählt. Huch, die Flugmaschine ist unglaublich, sie fliegt. Oh, das sieht nach einem mathematischen Problem aus. Aber ich will es nicht lösen. Ich muss andere Dinge tun. Kuscheltiere? Süße Bären, sie halten Händchen. Hm, viele kleine Handschuhe. Sie kommen mir bekannt vor. Mir ehrlich gesagt nicht. Sind das die Handschuhe, die ich in der Zeit verloren habe? Vielleicht hat Edward diese Handschuhe gestohlen. König Sia, ich erkenne ihn wieder. Hm, ich verstehe. Sie sind Freunde. Das ist gut. Jetzt will ich Edward vertrauen. Eine Uhr? Eine Uhr. Eine Uhr.
Diese Lampe sieht aus wie ein Teekessel mit Gabeln und Löffeln. Oh, was ist das denn? Viele Dinge zum Ansehen. Ich glaube, davon brauche ich nichts. Ich frage mich... Es gibt viele Dinge, die wir nie wirklich brauchen. Sieht aus wie ein Theater oder sowas. Wir brauchen aber einen Schlüssel, wie man unschwer eben erkennen konnte. Ich frage mich, ob Edward schwarze Katzen wirklich mag. Wenn diese Puppen Mr. Midnight darstellen, wäre das komisch. Edward lässt mich über so viele Dinge grübeln. Ach guck mal, hier sind noch Schuhe, sehe ich das jetzt? Viele Schuhe. Vielleicht sind sie zu eng für den großen Edward. Hier gibt es auch viele Frauenschuhe. Vielleicht gefallen sie Edward. Natürlich, warum nicht? Sie sind hübsch. Die Zwillinge. Aber getrennt. Hä? Hä? Ha! Huh! Hat die ihm angefangen zu lächeln oder war das schon vorher? Ey, das ist gruselig, lass das. Macht die das nochmal? Die hat... Die lächelt wirklich nach einer Zeit. Oh, ist das gruselig, Alter. Oh Gott, ey. Das ist, ja. Nun gut, Freunde. Ich muss jetzt... Das ist ein... Nee. Ja, ich würde erstmal sagen, wir hören uns in der nächsten Folge wieder von Frenbo. Mal gespannt, was uns hier noch erwarten wird. Oh, guck mal, hier sind überall Gabeln dran. Nun gut. Wie gesagt, bis zur nächsten Folge. Ich verabschiede mich für diese Stelle und sage, haut rein, fahrt nicht bis auf ein Auto. Vielen Dank fürs Zusehen und tschüssili.